Wir hatten hier einen Brand 3 gemeldet bekommen in der Löcherhaldenstraße in Denkendorf. Es hat gebrannt, eine Pergola und ein Holzunterstand zwischen zwei Gebäuden. Das stand bei unserem Eintreffen bereits im Vollbrand. Hatte auch auf einen PKW schon übergegriffen, das Feuer. In den beiden Nachbargebäuden sind die Fensterscheiben geborsten, in der Rauch ist in die Gebäude eingedrungen. Aber das Feuer konnten wir außen halten, mit einer sogenannten Regenstellung konnten wir die Gebäude schützen. Ja, heute ist der erste heiße Tag in diesem Frühjahr und gleich so ein Einsatz. Und mit der schweren Einsatzkleidung, Helm und Unterarmschutz, das fordert die Einsatzkräfte entsprechend heraus. Wir haben leider auch einen Feuerwehrmann, der mit Kreislaufproblemen versorgt werden musste, aber dem es schon wieder recht gut geht, der entsprechend wieder versorgt ist und der auch wieder nach Hause gehen kann. Ja, wir sind gerade noch beschäftigt, so ein bisschen Aufräumarbeiten und Lüftungsarbeiten, dass die Gebäude dann auch wieder genutzt werden können von den Bewohnern, von den Eigentümern. Das ist so die Aufgabe und dann wird man noch die Fenster wieder verschließen, damit eben Einbruchschutz sichergestellt ist. Wir waren von der Feuerwehr Denkendorf mit ca. 35 Mann im Einsatz, mit insgesamt 6 Fahrzeugen. Der Rettungsdienst, der Regelrettungsdienst, wurde unterstützt vom örtlichen DAK mit den Helfern vor Ort. Insgesamt ca. 15 Personen. Ja, und die Polizei war hier im Einsatz mit mehreren Streifen, die hier die Verkehrsregelung übernommen hat. Die einfachen Einsatzkräfte haben schon eine sichtbare Rauchsäule gesehen und es hat ein Hausanbau im Brand sich befunden. Der Rettungsdienst hat damit begonnen, die Personen und Bewohner des Hauses und der anliegenden Häuser zu sichten und diese wurden dann notärztlich untersucht. Glücklicherweise haben sich alle Personen als unverletzt herausgestellt. Insgesamt wurden 5 Personen jedoch gesichtet. Inklusive der ehrenamtlichen Kräfte war der Rettungsdienst mit 15 Mann vor Ort.